Herzlich willkommen bei einem neuen Vlog. Heute habe ich schulfrei und es ist Mittwoch. Heute ist es nämlich, in der Schule gibt es so eine Abiturprüfung und ja, für mich also ist es ganz gut, dass man dann heute frei hat. Dann werden wir heute hier zu Hause echt gut chillen können. Und jetzt geht's los mit dem Vlog. Ja, bevor es losgeht, wollen wir euch erstmal einen chilligen Überblick über Bremen verschaffen mit unserer Drohne. Und John wird mal versuchen, heute zum ersten Mal die Drohne zumindest nach oben zu bringen. Ja, ich bin sehr gespannt. Hab ein bisschen Angst, dass ich die Drohne kaputt mache, aber... Musst du keine Angst haben, wir hatten ja schon mal so einen Absturz im Winter mal gehabt, weißt du das noch? Oh ja, das war spannend. So. Leute, die Drohne, zwei Flügel drehen sich nicht mehr. Die ist gerade einfach so abgestürzt. Alter. Mein Gott. What? Hoffen wir mal, dass es nur wegen der Kälte, dass es wieder gut wird. Dann haben wir nämlich 1000 oder mehr, also das hat ungefähr so 1000 Euro gekostet, die Drohne. Alter, dann haben wir so viel in die Mülltonne jetzt einmal geschmissen. Die arme Drohne. Alter. Ja, das Wetter ist leider gerade eben ein bisschen umgeschlagen. Eben war noch blauer Himmel, jetzt ist schon wieder Bewölkung, war auch für heute angesagt. Darum zwar Bilder aus der Höhe, aber nicht ganz so chillig. Jetzt wird John die Drohne mal zurückholen, indem er jetzt den Hebel langsam nach unten macht. Dann siehst du ja hier die Anzahl der Meter. Das darf nicht zu schnell gehen, okay? Das war da jetzt, aber irgendwas vor der Kamera. Nein, das ist. So, guck aufs Ding. Und wie ziehst du hier ran? Oh, what?
Wie war's? Gruselig irgendwie. Also ich hatte irgendwie Angst, dass ich die Drohne schrotte. Also wenn man so, wenn die so weit oben ist, das ist genauso, als wenn ihr euer Smartphone so über einer gewissen Höhe hält. Das ist Spannung. Oh. Ich kann gar nicht so viel sagen. Ich zitter ein bisschen sogar. Jetzt chillen wir aber erstmal ein bisschen, ne? Ja. Warum liegen wir hier auf der Erde rum? Ganz einfach. Wir haben ja schon ein Puzzle gekauft. Ach so, oh. ja, und John soll das Puzzle in einer Woche schaffen. Heute geht's los. Erstmal mit dem Rand. So, was haben wir hier gemacht? Ein bisschen was durcheinander gebracht. Jetzt erstmal genug gepuzzelt. Jetzt machen wir erstmal was anderes. Wir haben ja auch so richtig viel geschafft schon. Ja, und aus dem Chillen wird erstmal jetzt abhängen, wie man es heute nennt. Wir fahren nämlich jetzt zu einem Einkaufszentrum hier in Bremen, das heißt Waterfront. In den USA würde man wahrscheinlich sagen eine Mall, also eine überdachte Einkaufspassage, wo es verschiedene Geschäfte gibt. Ja, vielleicht können wir da ein bisschen chillen. Ja, dort gibt es nämlich auch viele interessante Läden für uns beide, beispielsweise GameStop. Aha. Elbenwald kann ich mir auch noch zeigen, ist auch so ähnlich wie GameStop. Und ja, dann sehen wir uns gleich. Erstmal geht's weiter mit der Straßenbahn. Schon angekommen hier in der Waterfront. Das alles hier übrigens war ganz früher mal, als das Gebäude hier gebaut worden ist, ein Indoor-Freizeitpark, der hieß Space Park. Und das war der größte Flop in Bremen. Wir waren da zweimal gewesen. Die Fahrgeschäfte waren teilweise ganz gut, aber eigentlich nicht so gut, dass man es nochmal wieder machen möchte. Außer es gab Star Trek. Es war wirklich auf amerikanischen Standard, sag ich mal. Aber jetzt gibt es hier dafür ein großes Einkaufszentrum. Ist ja auch cool. Ich kann ja jetzt nicht sagen, was besser ist. Ich war ja noch nicht in diesem, wie hieß das? Space Park. Ich war ja noch nicht im Space Park, ich war jetzt bis jetzt ja nur Waterfront. Na, ich kenne es nur so und finde die Waterfront echt cool. Diese WWE-Figuren, das ist meine 10. Figur. Ich habe mir den Macho King gekauft. Die 10. Figur? Eine Figur kostet ungefähr 15 Euro. Hilfe! Ja. Wie viel haben wir ausgegeben schon? Oder du besser gesagt? Ich rechne es mal zu Hause aus. Ja, 10 Figuren, 150 Euro für die Figuren alleine schon. Ich glaube, eine hat sogar 27 mal gekostet, eine Figur, weil ich so eine Speziale hatte. Aber ich guck mal nach, alle gekostet haben. Rechne ich zu Hause aus. Als ich neulich mal in der Waterfront im Einkaufszentrum war, habe ich echt einen Zebra gesehen, aber ich habe, glaube ich, geträumt. Oder doch nicht?
Und wie ist so hier drauf? Der Sitz ist nicht so gemütlich, tut ein bisschen weh. Aber sonst geht's. Also schön geht aber anders, oder? Das ist echt anstrengend. So, kannst du wieder einparken jetzt. So, 11:30. Was gibt's jetzt? Bei McDonald's ein paar Burger und Pommes und schön kühle Getränke. Und Chicken Nuggets. Und Chicken Nuggets. Und dann können wir schon hier im Food Court essen. Der sieht nämlich sehr interessant aus, sehr amerikanisch. Essen ist ja auch amerikanisch. Okay. Okay. Ja, das Essen haben wir jetzt bekommen. Steht hier auf dem Tablett und wir können dabei auch schön auf dem Fernseher gucken, während wir essen. Und ja, guten Appetit. Ja, was gibt's denn hier bei dir, Johnny, und bei mir? Also ein Doppel-Cheeseburger, 6 Chicken Nuggets, Pommes und hab's vergessen. Naja, das reicht ja auch. Ich habe mir erstmals übrigens diese, für mich, bei McDonald's, diese, wie heißen die hier? Tacos, Taco-Chips mit scharfem Gewürz, mit Pepperoni. Wie heißen die? Chili Cheese. So, genau, jetzt haben wir es bestellt. Mal sehen, wie die schmecken. Köstlich. Und dazu gibt es bei mir noch den leckeren Bacon Barbecue von der Signature Edition hier. Sieht echt lecker aus und er schmeckt auch lecker. Schon ein paar Mal gehabt. Ja, wir sind hier gerade in Elbenwald und gibt ganz schön viele Zauberstäbe. Finde ich auch echt cool. Kostet aber auch ganz schön viel, aber kann ich auch verstehen. Jetzt regnet es und bei dem Wetter kann man nicht richtig jetzt relaxen, finde ich. Naja, also ich wäre jetzt eigentlich am Controller vor der PlayStation, aber stattdessen gehen wir jetzt bei diesem Wetter ins Kino und gucken den Film TKKG. Schon im Kino und dank Johns Handylampe haben wir sogar ein bisschen Licht zum Filmen. Was gibt es zu sagen zum TKKG-Thema? Also ich habe früher die Bücher gelesen davon und höre bis heute die Hörspiele. Man hat natürlich immer so ein komisches Gefühl bei TKKG, weil das alles zu, wie soll ich sagen, zu vernünftig ist. Und
habe auch ein bisschen Bedenken, dass dieser Film, der ja die Vorgeschichte zeigt, wie sich die Kinder kennenlernen, nichts mehr damit zu tun hat, mit dem, was ich von der Sache so kenne. Aber so ist das ja auch mit den neuen Kinderfilmen oder so. Genauso wie wenn man sich den ersten Star Wars Film ansieht. Klasse. Und jetzt die neuen, so, ist natürlich auch noch gut, aber zu witzig und das ist halt nicht mehr so gut geworden. Ja, es wird bestimmt viel Action gemacht und, na gut, und wir wollen mal gucken, drei Fragezeichen, gab es ja auch bisher zwei Filme von, die waren alle beide eigentlich schlecht. Also es kann, ja, die war wirklich schlecht. Ich fand den einen ganz gut. Er hat aber nichts mit dem Thema zu tun und das befürchte ich hier auch, aber wir lassen uns mal überraschen und machen unseren gemütlichen Tag jetzt hier im Kino weiter. TKKG. Jede Legende hat ihren Anfang. Ja, den Film haben wir jetzt geguckt. Ich fand ihn ganz gut, weil es so ein bisschen, naja, es ist ein modernes TKKG jetzt in unserer Zeit. Und ja, fand ich ganz gut. Hat mich zwar nicht richtig an die Hörspiele erinnert, aber ich muss sagen, hat mir sehr gut gefallen. Ja, muss ich auch so sagen, hat schon sehr gut wiedergegeben. War auch so mein Eindruck von dem Film. Die Darsteller, also Gabi, habe ich mir ganz anders vorgestellt, muss ich mal sagen. Der Rest ging so. Es waren sehr viele Anspielungen drauf, von, wenn man die Hörspiele kennt, dann erkennt man einiges wieder. War eine schöne Unterhaltung bei dem Wetter, denn hier ist ja immer noch Regen. Ja, genau. Nicht mehr so heftig jetzt, aber ja, also der Film war super. Kann ich nur empfehlen, wenn man, also ich würde sagen, eigentlich nur wenn man die Hörspiele kennt, sollte man den Film auch gucken. Also, ja. Gut. Auf geht's nach Hause bei dem schönen Wetter. Ja, wir hätten uns eigentlich auch, wir hätten uns eigentlich auch bei diesem Wetter auf die Terrasse setzen können. Und für die, die es nicht kapiert haben, das war ironisch gemeint. Wieder zu Hause angekommen. Und da sage noch mal jemand, John würde andauernd nur vor der Spielkonsole sitzen. Nein, es wird gepuzzelt. Ich würde eigentlich auch vor der Spielkonsole sitzen, nur halt, ich soll es ja in einer Woche fertig kriegen, das Puzzle. Ja, aber immerhin kriegt er Hilfe, wie man sieht. Also, es ist schaffbar und bei dem Regenwetter kann man eh nichts anderes machen. Ist doch gut. PlayStation spielen. Also, wir, John und ich, hatten einen sehr entspannten, chilligen Tag. Wie sieht es mit deinem Tag aus, Simone? Also, ich habe mich auch gut unterhalten bei der Arbeit und ja. Leider gab es heute keinen Kuchen. Irgendwie war mir heute nach Kuchen, aber das werde ich auch überstehen. Mir geht's bestens. Ja. Kuchen hatten wir auch nicht. Aber das war jetzt mal so ein Vlog, den wir ganz locker an einem Tag gemacht haben. Es war also ein ganz normaler Tag, an dem wir nicht arbeiten mussten und in Bremen geblieben sind. Und ich würde sagen, das Puzzle wird wohl nicht mehr fertig heute, oder? Ich glaube nicht. Ich bin ja eher optimistisch, aber ich glaube auch mal nicht. Dann können wir auch den Vlog beenden, würde ich sagen. Wird nicht mehr viel passieren. Aber das macht ja immer hier eine bestimmte Person. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr das Video hier ja liken und abonnieren. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!